Der Flughafen probt den Ernstfall. Bei einer mehrstündigen Übung wird die missglückte Landung eines Passagierflugzeugs simuliert. Es brennt und die Crew ist offensichtlich nicht in der Lage, die Evakuierung einzuleiten. Jetzt zeigt sich, wie gut die Einsatzkräfte der verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten. Denn beteiligt sind außer der Flughafenfeuerwehr auch die Feuerwehren der Bundeswehr und der Stadt Köln sowie die Polizei. Ein ganz großes Thema ist immer die Kommunikation zwischen den einzelnen Organisationen, dass wir alle den gleichen Informationsstand haben, insbesondere auch über die Anzahl der Verletzten und im Endeffekt auch über das weitere Vorgehen mit den Verletzten. Im Augenblick ist es so, dass unser Krisenstab im Hintergrund die Arbeit aufgenommen hat. Auch da müssen wir jetzt mal gucken, wie dort die Kommunikation mit den Kräften vor Ort und dem Krisenstab funktioniert. Um die Übung möglichst realistisch auszugestalten, spielen Komparsen die mal schwer, mal leicht verletzten Flugzeuginsassen. Teilweise mit der entsprechenden Theaterschminke. Zahlreiche Medienvertreter verfolgen die Bergung. Aber auch Beobachter der beteiligten Organisationen sowie der Bezirksregierung. Bislang ist der Chef der Flughafenfeuerwehr mit dem Verlauf zufrieden. Zum ersten Blick bin ich sehr zufrieden. Also wir haben relativ schnell den Einsatzort erreicht. Die ersten notwendigen Maßnahmen sind schnell angelaufen, sehr professionell, in Abstimmung auch mit den Kollegen der Bundeswehrfeuerwehr. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Feuerwehr funktioniert. Aber das sieht im Augenblick auch ganz gut aus. Also es sieht danach aus, dass unsere abgestimmten Konzepte funktionieren. Während die Schwerverletzten auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt werden, betreut das Special Assistance Team des Flughafens die nur leicht Verletzten im Terminal. Also meine Schwester ist irgendwo anders und wie kann ich hier hinkommen? Das stimmt. Also die Schwester ist hinten, steht in Abholern, wird dort von meinen Kollegen mit betreut. Sie braucht sich keine Sorgen machen. Sagen Sie einfach, wenn es Ihnen soweit gut geht, dass Sie hier in guten Händen sind. Hier spricht gerade jemand. Zeitgleich kümmern sich Notfallseelsorger um die besorgten Angehörigen. Wenn alle Passagiere und wartenden Angehörigen zusammengeführt sind, ist die Übung zwar für heute beendet, die genaue Auswertung wird aber noch einige Wochen dauern.